So hatte der Schriftsteller Heinrich Böll den Privatkrieg der Roten Armee-Fraktion genannt. Drei von ihnen wurden an diesem 23. Oktober 1977 auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof zu Grabe getragen. Andreas Bader, Gudrun Enzlin, Jan-Karl Raspe. 7 Jahre lang hatten sie die Republik in Atem gehalten. 2 Jahre Untergrundkampf, 3 Jahre Haft bis zum Prozess, 2 Jahre Gerichtsverhandlung. Das Urteil lebenslänglich. Ein halbes Jahr später waren sie tot. Jesus wurde zwischen zwei Menschen gekreuzigt, die ihr Leben der gewaltsamen Durchsetzung ihrer Ziele verschrieben hatten. Eines seiner letzten Worte war: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Wort umschließt die Richter und die Angeklagten aller Zeiten und Orte, wie uns alle. Bürger hatten dagegen protestiert, dass die drei Terroristen auf einem Friedhof die letzte Ruhe finden sollten. Sie verlangten, die Leichen sollten auf die städtische Müllkippe geworfen werden. Aber Manfred Rommel, Stuttgarts Oberbürgermeister, sagte: Ich weigere mich zu akzeptieren, dass es Friedhöfe erster oder zweiter Klasse geben soll. Alle Feindschaft sollte nach dem Tode ruhen. Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enzlin sind tot. Auf ihrem Weg lagen Tote und am Schluss sie selbst. Sie hatten anderen Gewalt angetan und sie hatten sich selbst Gewalt angetan. Sie hatten den Staat und die Gesellschaft herausgefordert. Dabei hatten sie sich selbst verändert und der Staat hatte sich verändert. Als Trauergäste und Demonstranten den Stuttgarter Waldfriedhof verließen, wurden Personalien registriert. Mit über den Kopf erhobenen Händen gingen manche durch das Spalier der Polizisten. Niemand hatte sie zu dieser Geste der Unterwerfung aufgefordert. Es war eine Demonstration. Hauptpersonen einer deutschen Tragödie. Gudrun Enzlin, geboren 1940, Tochter eines evangelischen Pfarrers. Andreas Bader, geboren 1943, Vater Historiker, im Krieg verschollen, aufgewachsen bei Mutter und Großmutter. Jan-Karl Raspe, 1944 geboren, Vater Kaufmann, früh verstorben, in Ostberlin aufgewachsen, Studium in Westberlin. Horst Mahler, geboren 1936, Anwalt, zunächst in Wirtschaftsverfahren, später vor allem in politischen Prozessen. Ulrike Meinhof, geboren 1934, beide Eltern früh verstorben, Journalistin, geschieden, Mutter zweier Kinder. Ihre Reise endete im Hochsicherheitstrakt der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Wo und wann sie wirklich begann, wird sich wohl niemals genau ermitteln lassen. Antworten können nur Annäherungen sein, Hinweise. Daten sind Symbole. Eines sticht heraus: der 2. Juni 1967, 10 Jahre vor dem deutschen Herbst 1977, Besuch des Schahs von Persien in Berlin. Als der Schah von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Die Stimme der Journalistin Ulrike Meinhof in einem Fernsehfilm. Sie sahen sich im Besitz der historischen Wahrheit und der Moral, die Studenten des Jahres 1967 und ihre Interpreten. Als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Am Abend des Schah-Besuchs wurde der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen. Wohl zum ersten Mal seit Kriegsende dachten Studenten laut nach über Bewaffnung und militanten Widerstand. Am Abend, als der FU-Student Ohnesorg tot war, drei, vier Leute ins SDS-Zentrum gekommen sind und gesagt haben: Wir müssen heute Nacht noch Polizeikasernen überfallen und uns bewaffnen. Und wir haben mit den Frauen und Männern diskutiert, ungefähr eine Stunde oder so, dann gingen die wieder weg. Relativ bekannte Leute, die heute Schriftsteller sind und so. Gott sei Dank
haben wir uns eben nicht bewaffnet und deshalb schreiben die Leute heute noch ihre Gedichte. Eine von jenen, die voll Verzweiflung und Hass über den Tod des Studenten Benno Ohnesorg den Weg in die Gewalt antreten wollten, war eine Pastorentochter aus dem Schwäbischen, Gudrun Enzlin. Sie tat es nicht, noch nicht. Noch schienen nicht alle Möglichkeiten des gewaltfreien Protestes ausgeschöpft. Ein paar Tage nach dem Schahbesuch demonstrierte sie auf dem Berliner Kurfürstendamm. Alberts, regierender Bürgermeister, abtreten. Wenn Sie mich fragen, wo die Revolution revolutionär begonnen hat, würde ich sagen, an dem Punkt, wo sie gemerkt hat, die Ohnmacht des Einzelnen, etwas Erkanntes zu verwirklichen. Und das hat sie nun in der ganzen Nachbarschaft von der damaligen Studentenbewegung miterlebt, wo dann die Frage war, die große Frage, wie integriert ihr euch? Und ich würde als Mutter sagen, völlig furchtlose Natur und Veranlagung, die sie hat, dann die auf die Seitelegung des eigenen Hausstandes und die Beschäftigung mit den Büchern von Hans-Henny Jann, ja, sehr wesentlich auch. Und dann, dass sie ein Mensch war des Absoluten. Das ist ihr zum Verhängnis geworden. Das Schwäbische Pfarrhaus, eine Welt für sich. Die Burg, wie es Gudrun Enzlin in ihrem Fotoalbum bezeichnete. Ihr ehemaliger Schwager. Die Familie war also eine Art Festung nach außen hin. Die Außenwelt war böse und schlimm, also sie wurde eben nie aus der Festung heraus analysiert, sondern war so eine Art Realität als Schleier von außen. Man sprach darüber auch nicht viel. Man sprach auch nicht viel über die soziale Lage gewisser Schichten. Man hatte eigentlich auch gar keine Ahnung, wie geht es dem Proletariat. Oder wenn man dann sowas hörte und las davon, dann war das doch mehr ein exotischer Schauerroman. Es war mehr so, wie können denn diese Leute das aushalten? Das ist ja furchtbar und so weiter. Aber es hatte auch hier nichts Analytisches. Ich meine, man konnte also mit ihr nicht frei sagen, wohin geht der Trend der Automation oder sowas. Ja? Und es waren alles eben auch hier wieder moralische Fragen und ein Erstaunen oder ein Entsetzen, was Leute durchhalten oder was Leute aushalten müssen, wobei man da auch gar keine genauen Vorstellungen entwickeln wollte überhaupt noch. Gudrun Enzlin hatte kurz vor Beginn der Studentenbewegung das Pfarrhaus verlassen, war eingetaucht in das aufrührerische Leben der revoltierenden Studenten. Nicht anders als viele, für die die antiautoritäre Bewegung der 60er Jahre gleichbedeutend war mit Befreiung, politischer und persönlicher. Es scheint, als sei das, was später geschah, nicht zu verstehen, ohne einen Blick auf den protestantischen Hintergrund zu werfen. Ja, eine der höchst gefährlichen Nebenerscheinungen des evangelischen Pfarrhauses, dass dort solche Menschen wachsen. Das kann ganz was Großartiges werden. Das Böse kann ja auch großartig sein. Oder das großartige Böse. Und die dann eben meinen, sie müssten nun durch. Und man kommt dann eben auf die irrsinnigsten Ideen und glauben, dass sie mit Gewalt in einem Lande, in dem es noch nie eine Revolution gegeben hat und wahrscheinlich auch nie eine geben wird, etwas ändern können. Krieg in Vietnam. Die mächtigste Militärmaschinerie der Welt im Kampf gegen eine Guerilla-Armee. Bomben, Napalm, Entlaubung des Dschungels. Bilder, die um die Welt gingen, sich schmerzhaft einprägten, die nach Konsequenzen verlangten. Vietnam als Prüfstein für die Moral des freien Westens. Für viele damals der Sündenfall. Plötzlich gab es für manche wieder gerechte Kriege. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Zug auf Vietnam diskutiert wird. Zielscheibe immer wieder die Amerikaner. 1967 Besuch des US-Vizepräsidenten Hubert Humphrey in Berlin. Die Kommune 1, eine Gruppe von Studenten, die sich zum Ziel gesetzt hatte, das bürgerliche Individuum zu revolutionieren,
bereitete einen Anschlag vor mit Pudding und Quark. Im Grunewald probten die Kommunarden das Attentat. Hier eine Rekonstruktion für die Medien. In den Berliner Zeitungen, vor allem denen des Springer Verlages, wurde aus Pudding und Quark hochexplosiver Sprengstoff. Eine Falschmeldung. Und doch rückte die Gewaltfrage unübersehbar in den Vordergrund. Es gab Leute im SDS, die diese Parole von Che Guevara interpretiert habe, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, schafft 1, 2, 3 Vietnams in der dritten Welt. Es gab aber auch Leute in Deutschland, die plötzlich Deutschland mit Vietnam gleichgesetzt haben und gesagt haben, schafft 1, 2, 3 Vietnams in Europa. Aber das war eine offene Frage. Das war nicht, wenn man so will, so ehrlich ausdiskutiert, dass an dieser Frage sich, sagen wir mal, der SDS oder die von den Studenten mobilisierten studentischen Massen, muss man ja fast sagen, sich an dieser Frage, sagen wir mal, gespalten hätten. Aus Eiern wurden bald Steine, aus Pudding und Quark Brandflaschen, aus Gewalt gegen Sachen wurde Gewalt gegen Personen. Große Schritte, die schnell gemacht wurden, begünstigt durch das harte Zugreifen und Zuschlagen einer überforderten, hilflosen Polizei. Aus vermeintlich wirkungslosem Protest wurde vermeintlich wirkungsvoller Widerstand. Einige begannen auszuführen, was andere nur dachten und manche nur sagten. So brauten sich am Rande der Protestbewegung die Anfänge der Stadtguerilla zusammen. Das ist an irgendeinem Punkt dann nur noch, wenn sich die richtigen Leute zusammenfinden und dann radikalisiert sich das weiter, das steigert sich dann ganz schnell hoch. Und wenn man erstmal dabei ist, die ersten Aktionen sind gelaufen, man ist auf dem Verhandlungsplakat und so, dann gibt es ja gar kein Zurück mehr. Also das ist ja der Point of No Return, dann kann man nur noch weitermachen, dann geht es nur noch nach vorne los. Also denn auf Deibel komm raus. Also rein schon von der psychischen Struktur, ja, weil man weiß, also zurück geht es jetzt nicht mehr, jetzt geht es nur noch nach vorne. Und meine, das hat natürlich auch viele angezogen, dass man ja richtig die Brücken zur bürgerlichen Gesellschaft wegsprengt, einfach hinter sich. Nicht nur überschreitet, sondern einfach wegsprengt, es gibt kein Zurück, es geht nur noch so. Andreas Bader, Anfang der 60er Jahre nach Berlin gekommen. Zunächst hatte er sich in der Kunstszene getummelt. Dann entfaltete die Studentenbewegung ihre Anziehungskraft auf alle, die sich nicht der Gesellschaft anpassen wollten. Er kam aus München. Sein Vater in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verschollen. Andreas wuchs bei Mutter und Großmutter auf, begann ein Kunststudium, brach es ab. Ja, also Andreas ist ein Mensch mit sehr ausgeprägten politischen Ideen und er ist bereit für diese Ideen mit höchstem Einsatz, also sein eigenes Leben zu arbeiten. Und er ist sehr überzeugt. Auf jeden Fall war er ein Junge, der sich nie so leicht angepasst hat, der immer gefragt hat, der immer nachdenklich war. Und die erste politische Äußerung von ihm, da war er vielleicht 17, da waren in München, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da hatten Straßensänger in München auf der Straße gesungen und das hatte also einen furchtbaren Widerhall, dass die Polizei dann, immer mehr Menschen hatten sich da versammelt und haben auf der Straße gesessen und die Polizei wollte die Straßen räumen, die sind nicht weggegangen und da sind die Maßnahmen immer schärfer geworden, schließlich sind sie mit Pferden. Und da war mein Junge dabei, wir wohnten in Schwabing damals. Und da kam er nach Hause und sagte zu mir, weißt du Mutter, in einem Staat, wo Polizei mit Gummiknüppeln gegen singende junge Leute vorgeht, da ist etwas nicht in Ordnung. In Berlin stürzte sich Andreas Bader in das bunte Leben der antiautoritären Revolte. Bei der Kommune 1 tauchte er auf, die mit ihren antibürgerlichen Lebensformen für Schlagzeilen sorgte. Mit ihren manchmal schockierenden Manifesten und gelegentlich witzigen Aktionen hatten sich die Kommunarden einen Platz in den Medien erobert, sonnten sich im Glamour der eigenen Prominentheit. Selbstdarsteller. Zusammen mit den Leuten von der K1 beteiligte sich Andreas Bader an kleinen Bürgerschreckaktionen. Einer, der ihn kannte. Na, Angeber, also was weiß ich, also hat einen fürchterlich Breiten gemacht. Und das war, also mein Typ war das nicht. Also mich konnte er nicht beeindrucken damit, sagen wir mal so. Und hatte er denn da schon so Ideen entwickelt von bewaffnetem Kampf? Ja, so hat er schon immer gefaselt. Das muss man ihn lassen. Also da war immer irgendwie drauf. Also der ist aus München damals angekommen und hat gleich so eine Sprüche gekloppt. Also das hat er gemacht. Der hat dann auch damals 67 mal so eine Bombe im Gericht gelegt und so. Also in dem Punkt war er eigentlich, ich meine, damit hat er natürlich auch Leuten imponiert, dass er es wirklich gemacht hat. Also er hat nicht nur geredet.
ist natürlich auch ein Grund. Aber das, sowas kann natürlich nur in einer bestimmten Zeit entstehen. Ja, das war ja eh eine ganze Aufbruchsstimmung oder so. Ich meine, da haben in Paris die Barrikaden gebrannt, in Vietnam war Krieg, in Irland waren die Barrikaden, überall. Hier waren die Osterunruhen, die haben ja auch auf uns geschossen, die haben den Benno Ohnesorg erschossen, die haben Rudi Dutschke umgeschossen und so. Das war irgendwie ein ganz anderes Klima, das ist ja nicht so wie heute, wo alle nur noch Disco tanzen und die Welt ist in Ordnung. Während der Beerdigung des ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe wurde ein Sarg mit dem verkleideten Kommunevater Dieter Kunzelmann über den Kurfürstendamm geschleppt. Andreas Bader trug den Sarg, zusammen mit einem gewissen Peter Urbach, der sich überall in der Szene als Beschaffer von Baumaterialien und Sprengkörpern unentbehrlich gemacht hatte. Im Hauptberuf war Peter Urbach Agent des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz. Ich glaube nachträglich, dass es Leute gegeben hat beim Berliner Verfassungsschutzamt, die daran interessiert waren, diese Studentenbewegung, die der politischen Verwaltung hier in der Stadt über den Kopf gewachsen ist, zu kriminalisieren. Und sie konnten sie nur kriminalisieren, wenn sie Leute bewaffnen, die verzweifelt waren. Und da waren sie immer auf der Suche. So jemand wie Urbach hat immer gesucht, wer will eine Bombe, wer will eine Pistole, wer will eine Rauchbombe und so weiter. Und lange bevor die RAF sich bewaffnet hat, gab es eben solche Randgruppen, die teilweise gar nichts mit dem SDS zu tun hatten, sondern die einfach durch die Studentenbewegung mobilisiert worden waren und die, wenn man so will, auf eigene Verantwortung Politik gemacht haben. Kleine Gruppen haben sich teilweise bewaffnen lassen. Die Komik der frühen Tage der Kommune wich mehr und mehr makabren Scherzen. Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Fragten die Kommunarden im Frühjahr 1967, nach dem Brand in einem Brüsseler Warenhaus, bei dem 300 Menschen ums Leben gekommen waren. Burn, Warehouse, Burn. Diese Parole wurde später im Prozess als Satire gewertet, die Verfasser freigesprochen. Andere schritten zur Tat. Ich war kurz vorher in Berlin und ich wusste, er war so furchtbar schwierig und er war so nachdenklich und er war so verschlossen. Und also wir haben uns nachts sehr oft diskutiert. Und da habe ich gemerkt, dass er irgendetwas vorhat. Und wir haben auch darüber gesprochen. Ich habe zu ihm gesagt, hör mal, wenn du dich in eine solche exponierte Stellung begibst und vielleicht Dinge tust, die nicht legal sind, überlege dir, du bist sehr jung, meiner Meinung nach bist du zu jung, was dann wird. Mach nichts Unüberlegtes. Und da hat er gesagt, das verspreche ich dir. Ich tue es ganz bewusst. Das war alles. Andreas Bader hatte in der Zwischenzeit die Pfarrerstochter Gudrun Ensslin kennengelernt, die ihren Verlobten und ihr Kind verlassen hatte und in die linke politische Szene eingetaucht war. Gemeinsam mit Andreas Bader fuhr sie im April 1968 nach Frankfurt, ausgerüstet mit Brandsätzen. In der Nacht vom 2. auf den 3. April loderten Flammen aus dem 3. Stock des Kaufhauses Schneider und dem 4. Stock des benachbarten Kaufhofs. Sachschaden in beiden Warenhäusern knapp 700.000 Mark. Schon am Morgen danach wurden die mutmaßlichen Täter gefasst und ein halbes Jahr später in Frankfurt vor Gericht gestellt. Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein. Zur Anklage äußern wollten sie sich zunächst nicht. Gegen eine Klassenjustiz, in der die Rollen verteilt sind, erklärten sie, lohnt sich eine Verteidigung nicht. Erst am 3. Verhandlungstag bekannten Bader und Ensslin sich zum Brand in einem der beiden Kaufhäuser. Wir taten es aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen. Einem Journalisten sprach Gudrun Ensslin auf Band. Was ich mich niemals abfinden werde, ist, dass ich die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus, das kann man wirklich mit einem Auge sehen, da braucht man gar nicht beide dazu, was sich in Amerika abspielt. Und ich sehe nicht ein, warum man das, was man jahrhundertelang getan hat und als falsch erkannt hat, weiter tun sollte, nämlich so tun, als ob man nichts tun könnte. Und ich werde mich
Deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen, aber ich will etwas getan haben dagegen. Frage an Pfarrer Enzlin. Als Vater von Gudrun gehören Sie ja zu einer Generation, die Sie mit Ihrer Tat mahnen wollte. Sehen Sie die Begründung dafür ein? Also ich würde mich auch weigern, mit der ganzen bundesrepublikanischen Gesellschaft mich auf diese Weise mahnen zu lassen. Was sie anzumahnen hat, oder was sie sagen wollte mit einem Mittel, das wir alle nicht gutheißen, ist doch dies, dass wir, die eine Generation, die nun erlebt hat, im eigenen Volk und im Namen des Volkes Völkermord, Judenhass, KZ, und die 1945 mit allen ordentlichen Leuten, vor allem auch in der Kirche, mit allen wachen Leuten, nur der Meinung waren, dass nun nicht Restauration am Platz ist, sondern ein Neuanfang, Reformation, Neugeburt. Und dass eine Hoffnung nach der anderen verschlissen worden ist. Und dass nun junge Menschen, die nicht gewillt sind, nun diese dauernden Frustrationen zu schlucken und damit irgendwie korrumpierte Menschen zu sein. Am 31. Oktober 1968 wurde das Urteil gegen die Kaufhaus-Brandstifter verkündet. Je 3 Jahre Zuchthaus, mehr als die meisten Prozessbeobachter erwartet hatten. Bei den Linken war die Kaufhaus-Brandstiftung fast einhellig abgelehnt worden. Aber beeindruckt waren doch viele von der Tat an sich, der Konsequenz, jenem Mythos im Denken vieler in jener Zeit. So auch die Kolumnistin der Zeitschrift Konkret Ulrike Meinhof, die Gudrun Enzlin im Gefängnis besucht hatte und, tief beeindruckt von der schwäbischen Pfarrerstochter, in einem Kommentar schrieb: Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat im Gesetzesbruch. Für die Konkret-Kolumnistin war es ein langer Weg hin zu solchen Äußerungen, vom Pazifismus zur Gewalt. Während des Studiums Engagement in der frühen Friedensbewegung der Anti-Atom-Tod-Kampagne. Dann Mitarbeiterin, Chefredakteurin und Kolumnistin der linken Zeitschrift Konkret, die damals heimlich von der DDR subventioniert wurde. Als sich die Redaktion mit der in Ostberlin residierenden KPD-Führung anlegte, drehte die DDR den Geldhahn zu. Herausgeber Röhl setzte fortan auf Sex und brachte das Blatt in die Gewinnzone. Ulrike Meinhof schrieb weiter ihre Kolumnen und arbeitete nebenbei zunehmend für Rundfunk und Fernsehen. Über den politischen Einfluss ihrer Kolumnen sagte sie später: Nein. Sie haben natürlich, ich weiß, das habe ich immer wieder gehört, das wird schon stimmen, dass sie von vielen Leuten gelesen worden ist, mit Interesse gelesen worden ist. Dass es sicherlich vielen Leuten Argumente gegeben hat für ihre eigene Diskussion, dass sie ermutigt hat und sie bestätigt hat in dem, was sie selber denken. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe sie für die Landlehrer. Also für die Leute, die auch irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen, die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft, wie Konkret am Kiosk, dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. 1961 hatte Ulrike Meinhof den Herausgeber von Konkret, Klaus-Rainer Röhl, geheiratet. 1962 bekam sie Zwillinge. Sie wurde prominent. Linkes Vorzeigestück in den bürgerlichen Medien, zudem eine der wenigen Frauen in der Presselandschaft. Von Röhls Konkretgewinnen und Ulrike Meinhofs Rundfunkhonoraren kaufte sich das Ehepaar eine Villa im Hamburger Vorort Blankenese. Sie war einerseits Teil dieser gehobenen, feinen Society, andererseits führte sie ihre Arbeit aber so tief in die Unteranstalten hinein, das heißt, sie kriegte Kontakt mit Fürsorgezöglingen, sie machte Berichte über Fließbandarbeit und lebte auf einmal wirklich in zwei Welten. Und auf einmal sah sie, dass diese zwei Welten nicht mehr zu vereinigen waren. Die Society und die Gesellschaft ganz unten, die sie beide gut kannte. Und das konnte sie nicht mehr vereinigen. Dazu kamen natürlich noch die privaten Miseren, die dann diesen Abgang aus Hamburg befördert haben. Immer häufiger fuhr Ulrike Meinhof nach Berlin, lernte die Führer der außerparlamentarischen Opposition kennen und vertrat im Fernsehen deren Positionen. Haben wir
Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden, zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, pochen. Anfang 1968 ließ sich Ulrike Meinhof scheiden und ging mit ihren Kindern ganz nach Berlin. Sie hatte konkret verlassen und arbeitete vor allem für Rundfunk und Fernsehen. Ihre Themen nahm sie aus dem sozialen Bereich, Fürsorgeerziehung, Randgruppen, Arbeitswelt, Frauenfragen. Ja. Der Zwiespalt zwischen persönlichem Leben und politischem Anspruch blieb, verschlimmerte sich noch durch ihre neue Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie fühlte sich überfordert, quälte sich bis zur Verzweiflung. Ein Interview Ende 1969. Ach, Privatangelegenheiten sind eminent politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie etwas tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig, unerlässlich. Schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer. Ist unheimlich schwer. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert und das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen. Und es ist unheimlich schwer. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive, dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können, aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos dasitzen wie alle anderen Frauen auch und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben im Gegensatz stellt zu irgendeinem politischen Leben. Wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht was zu tun hat mit dem Privatleben, stimmt sie nicht, da ist sie perspektivisch nicht durchzuhalten. Man kann nicht anti-autoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen. Wenige Monate später verließ Ulrike Meinhof ihre Kinder. Im Juni 1969 waren die Kaufhausbrandstifter Gudrun Enzlin und Andreas Bader nach Verbüßung etwa eines Drittels ihrer Strafe aus der Haft entlassen worden. Bis zur Entscheidung über eine Revision des Urteils sollten sie auf freiem Fuß bleiben. Einige Monate lang betätigten sie sich in der Sozialarbeit mit Fürsorgezöglingen in Frankfurt. Dann wurde die Revision abgelehnt und sie setzten sich nach Frankreich und Italien ab. Anfang 1970 kehrten sie nach Berlin zurück und tauchten bei Ulrike Meinhof auf. Kurze Zeit darauf wurde Bader von der Polizei gefasst und inhaftiert. Gudrun Enzlin organisierte eine Befreiungsaktion. 14. Mai 1970, Andreas Bader wird anlässlich einer Ausführung ins Berliner Institut für soziale Fragen mit Waffengewalt befreit. Ein Institutsangestellter wird dabei lebensgefährlich verletzt. Ulrike Meinhof hat die Aktion mitorganisiert und flüchtet mit den anderen. Am nächsten Tag hängt ihr Bild an allen Litfaßsäulen, Mordversuch. Ich sehe es so, dass die Baderbefreiung mit dem Zwang zu strengster Illegalität diese Gruppe in Zuchtzwang gebracht hat. Das heißt, sie war nicht mehr frei, über das Konzept zu entscheiden, sondern damit war eine entscheidende Weichenstellung vollzogen. Es setzte sofort auch eine Isolierung innerhalb der Linken ein. Eine erhoffte Unterstützung blieb aus. Das führte dann wiederum zu, ja, man kann es so nennen, Hassreaktion der Gruppe gegen Linke oder ganz bestimmte Kreise der Linken, von denen man sich am ehesten Unterstützung erwartete. Und das setzte eine innere Dynamik in dieser Gruppe in Gang.
Und die logische Konsequenz war, dass die ursprünglichen Pläne, zu denen ich hinneigte, eine sozialrevolutionäre Kampfgruppe aufzubauen, die also in soziale Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfe, Auseinandersetzungen im Stadtviertel mit einem sehr viel niedrigeren Militanzniveau eingreift, dass dieses Konzept vom Tisch war, denn man konnte sich jetzt nicht mehr im Stadtviertel halten, weil man illegal war. Man konnte also aufgrund der jetzt einsetzenden Isolierung durch den Druck seitens des Staatsapparates, aber seitens der Linken auch, sich nicht mehr politisch in dem Gebiet, wo man operieren wollte, auseinandersetzen. Und es blieb dann eigentlich nur noch das, was die RAF dann später war, oder wie sie sich verstanden hat, als eine antiimperialistische Kampfgruppe. Nicht Teil der Kämpfe hier, sondern Teil der Kämpfe in der Dritten Welt. Und das erscheint dann hier als Kriegsführung gegen das eigene Volk. Und das ist natürlich der Anfang vom Ende. Nur wenige aus der zersplitterten Berliner Linken zollten der Baader-Befreiung Beifall. So das Untergrundblatt AG 883, das auch das erste Manifest der Gruppe veröffentlichte. Pathetisch erklärten 883-Mitarbeiter: Freiheit hat für tausende Genossen gesprochen, als wir die Befreiung des Genossen Baader billigten. Andreas Baader wurde eingekerkert, weil er entschieden gegen eine Gesellschaft gekämpft hat, die zum Völkermord in Vietnam schweigt und sich stattdessen im Konsumrausch betäubt. Seine Befreiung war eine Maßnahme derjenigen, die sich den Zwängen dieser Gesellschaft nicht mehr widerstandslos beugen. Doch selbst bei 883 wollten nicht alle die Gruppe um Baader mit der El Fatah, dem Vietcong oder den Tupamaros gleichsetzen. Es kam zu einem Treffen. Naja, und da saß dann also die Gudrun und die Ulrike und noch ein, zwei andere Frauen. Ich glaube, aus diesem Mädchenheim. Und die war natürlich stinksauer auf mich und sagt: Du Fichter, du benutzt hier dein theoretisches Wissen, uns die Leute abspinstig zu machen, versuchst uns hier dusselig zu quasseln. Ja, die haben so ein bisschen betont damals, proletarisch, lumpenproletarisch, ja auch geredet. Ne? Wir haben dann lange geredet und sind da nicht auf den grünen Zweig gekommen. Interessant ist aber im Nachhinein vielleicht, dass die Diskussion letztlich eine sehr historisch gesättigte Diskussion gewesen ist. Im Grunde genommen haben wir uns, wenn ich das nachträglich mir überlege, fast den ganzen Abend, also die Diskussion ging vielleicht anderthalb Stunden, fast den ganzen Abend über den gescheiterten antifaschistischen Widerstand im Dritten Reich unterhalten. Ulrike hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir doch eine gewisse Pflicht hätten, also diese Fackel wieder aufzunehmen und dieser Widerstand, der damals verloren gegangen sei, jetzt erfolgreich zu Ende zu führen. Und ich habe immer versucht zu sagen, ja, aber Kinder, da ist doch was passiert zwischendrin. Deutschland ist doch von außen befreit worden. Die Amerikaner, die Russen haben Hitlerfaschismus zerschlagen. Nicht die Deutschen, insofern habt ihr recht. Aber man kann doch jetzt nicht einfach so tun, als würden wir noch in der Kontinuität des Dritten Reiches leben. Auch wenn die Deutschen nicht selbst mit Hitler fertig geworden sind, ist die politische Realität in der Bundesrepublik und der DDR im Jahr 69 nicht identisch mit dem Dritten Reich. Und das war unmöglich, sich an diesem Punkt zu einigen. Sie empfanden sich letztlich als eine Fortsetzung des antifaschistischen Widerstands. Ich war für sie natürlich jemand, der versucht, sie zu demoralisieren durch historisches und theoretisches Gequatsche. Und sie waren für mich Leute, die die Anfänge einer Massenaufklärung durch die Studentenbewegung gefährden, indem sie sich selbst kriminalisieren. Die Polizei startete die bis dahin größten Fahndungsaktionen der Nachkriegszeit. Zumeist erfolglos. Denn je mehr die Polizei fahndete, desto enger schloss sich die Gruppe zusammen, desto konspirativer bewegte sie sich, kapselte sich von ihrem früheren Umfeld ab. Der Staat musste so reagieren. Heute sehe ich das so. Das war für den Staat eine, wenn man so will, eine Prestigefrage. Die lassen sich einen Gefangenen klauen. Folglich musste er genauso hart zurückreagieren. Und das wiederum brachte eine noch... Je größer der Fahndungsaufwand war, je fester schweißte sich die Gruppe, notgedrungen, wenn man so will, zusammen. Der Zusammenhalt war eine reine Existenzfrage für die Gruppe. Man muss sich das mal vorstellen, dass keine größere Intensität von Druck vorstellbar ist, als eben Illegalität in einer hochtechnisierten Großstadt mit einem effektiven Polizeiapparat, dem alle Mittel zur Verfügung stehen.
Und da sieht man die Umwelt tatsächlich nur noch in militärischen Mustern, als befreite Zone und als gefährliches Gebiet. Und man sieht auch die Menschen nicht mehr offen, geht nicht mehr auf sie zu, sondern betrachtet jeden und luchst, ob man in seinen Augen etwas aufleuchten sieht, ein Aha-Erlebnis, und man sich also entdeckt fühlen muss, was ja dann höchster Alarm bedeutet, sodass man also ständig lauernd mit diesen Menschen, wenn man musste, umging, sie eben als potenzielle Verräter oder als Denunzianten sah, sich also vor ihnen schützte und Vertrauen eben aus der alten Zeit nichts mehr galt. Und wenn man also die Welt so wahrnimmt, dann muss einen das verändern. Ich litt unter ungeheurer Einsamkeit einerseits, unter diesen Spannungen in der Gruppe. Ich konnte, zu wem sollte ich gehen? Nicht, draußen jetzt, ich meine jetzt außerhalb der Gruppe. Ich konnte zu niemandem gehen und mit dem über meine Probleme sprechen, über irgendwelche Möglichkeiten der, wenn man so will, Flucht. Einerseits war das auch nicht so in meinem Kalkül. Diese Flucht da raus, das war irgendwo nicht, das ging nicht. Das musste gelöst werden innerhalb der Gruppe und das ging wiederum nicht. Also wuchsen die Spannungen. Es gab einige ganz handfeste Szenen, die wiederum nicht zur Klärung führten. Nicht? Das ist ganz schön finster gewesen. Eines der ersten Fahndungsplakate, Sommer 1970. Darauf auch einige, die nur am Rande mit der Gruppe zu tun hatten. Die Polizei tappte weitgehend im Dunkeln. Etwa 20 Personen stark war die Gruppe inzwischen. Nicht eben viele, aber genug, um einen Staat in Unruhe zu versetzen. Zumal, wenn die Gesuchten zu allem entschlossen schienen. Polizeibeamte achteten jetzt vermehrt auf Eigensicherung. Die Schießausbildung wurde allerorten intensiviert. Kein Wunder, denn Ulrike Meinhof hat in einem konspirativ geführten Interview erklärt, die Bullen sind Schweine, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden. Es wurde geschossen, auf beiden Seiten und immer häufiger. Zuweilen erprobten die neu aufgestellten Antiterroreinheiten der Polizei Waffen, die an James Bond erinnerten. Der damalige Generalbundesanwalt: Ich verneine eine Verpflichtung der Polizeibeamten, sich erschießen lassen zu müssen, auch wenn es sich um ideologische Täter handelt. Die Jagd auf die Bader-Meinhof-Gruppe wurde zum Medienereignis. Fernseh- und Zeitschriftenkrimi mit echten Toten. Eine Zeitung im Sommer 71, falsche Meinhof erschossen. Die richtige Tote war Petra Schelm, 19 Jahre alt, erstes Opfer bei der Terroristenfahndung. Ihr Tod war für manche Beleg für die RAF-These vom neuen Faschismus. Genau hier hat die Ulrike einen wunden Punkt getroffen. Wenn man so will, in der linken Psyche der Deutschen. Und das ist, glaube ich, wirklich falsch gewesen, was sie gesagt hat. Aber sie hat trotzdem eine Wunde getroffen. Denn für viele Leute war es furchtbar schwierig nach 45, für viele Linke war es furchtbar schwierig nach 45, zum Beispiel einem französischen oder polnischen oder englischen oder russischen Sozialisten oder Kommunisten in die Augen zu schauen. Weil ja Deutschland mit einer sehr starken Arbeiterbewegung zum Beispiel den Mord an 6 Millionen Juden nicht hatte aus eigener Kraft verhindern können. Und hier hat die Ulrike schon mit einer ganz großen Sensibilität und die Gudrun dann sehr viel polemischer übrigens als die Ulrike. Eine schwache Stelle im Bewusstsein der deutschen Linken getroffen. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass ich Solidarität eingeklagt habe, wo man an für sich hätte keine Solidarität mehr üben dürfen. Oder wenn, dann nur noch, um den Leuten zu helfen, abzuspringen. 3 Monate nach dem Tod Petra Schelms wurde ein Polizist, Norbert Schmidt, 32 Jahre alt, bei nächtlicher Fahndung von einem flüchtenden Gruppenmitglied erschossen, das zweite Todesopfer. Und so ging es in makabrem Wechsel weiter. Und je nachdem, was gerade passiert war, bekam die Gruppe mehr oder weniger Unterstützung aus ihrem Umfeld, mehr oder weniger Zulauf. Margret Schiller, festgenommen im Zusammenhang mit einer Schießerei in Hamburg, wird der Presse vorgeführt wie eine Trophäe. Solche Bilder lösten moralische Empörung aus, nicht nur bei jenen, die ohnehin darauf warteten, dass der Staat sich so darstellte, wie es die Rote Armee-Fraktion und ihre Anhänger immer behauptet hatten. Sensibilität, Mitleiden, übersteigerte rigide Moral stand auch bei vielen späteren Gruppenmitgliedern am Anfang eines Weges, der in krassester Unmoral endete.
Das Problem ist in erster Linie für moralisch eingestellte Leute, die Skrupel zu überwinden, auf andere Menschen zu schießen oder mit diesem Gedanken wenigstens umzugehen. Und da findet eine Übersteigerung des moralischen Wertsystems statt. Man hält sich stets vor Augen, welche kolossalen Leiden und Verbrechen dieses bekämpfte System begeht. Und eben nur, so war die Auffassung damals, beseitigt werden kann, indem man es mit gewaltsamen Mitteln angreift. Und die Folge davon ist, dass Menschen verletzt und getötet werden. Und dann wurde also aus dieser moralischen Position, man muss dieses massenhafte Verbrechen, dieses Elend beenden und dann das weniger große Elend und Leid der getroffenen Opfer in Kauf nehmen. Das ist also durch die moralische Übersteigerung überhaupt nur machbar gewesen, die eigenen Skrupel zu überwinden. So dass dann aus Moral ein extrem Unmoral wird. Ja, das war eine moralische Verpflichtung zu töten, so kann man es nennen. Ein großer Teil der sogenannten zweiten Generation der RAF kam aus dem sozialistischen Patientenkollektiv, abgekürzt SPK, in Heidelberg. In der idyllischen Universitätsstadt am Neckar war 1970 das SPK gegründet worden. Das System hat uns krank gemacht. Geben wir dem Krankensystem den Todesstoß, verkündete die Gruppe um den Arzt Dr. Wolfgang Huber. Also im SPK war dem eigenen Selbstverständnis nach jeder Patient, ne? Also jeder ein leidender Mensch, Patient, Party leiden. Und das sind Identifikationsprozesse gelaufen, die viel zu tun haben mit der deutschen Geschichte und mit dem, ja, was in der Dritten Welt an Völkermorden gelaufen ist zu der Zeit, Vietnam, ne? Nahe Osten gegen die Palästinenser oder in den USA mit den Black Panthers oder hier einfach mit Randgruppen. Ne? Das ist ja das gewesen, womit wir uns sehr intensiv befasst haben. Und von daher ist sicher eine Radikalisierung in uns gelaufen, ne? In der eine Gruppe wie die RAF vorbeikommen konnte und konnte sagen, macht mit bei uns, ne? Oder so, das ist sicher auch etwas gewesen, um jetzt mal das SPK beiseite zu lassen, was in der ganzen Bundesrepublik bei vielen übrig gebliebenen von der Revolte der Fall war. In Berlin hatte sich ebenfalls eine bewaffnete Gruppe gebildet, die Bewegung 2. Juni, benannt nach dem Todestag des Studenten Benno Ohnesorg. Die Genossen vom 2. Juni übten in ihren Quartieren mit Waffen und filmten sich gelegentlich dabei. Auch bei ihnen tauchten unter anderem Bader und Enzlin auf. Ja, ein-, zweimal die Woche. So häufig? Ja, ja. In ja. irgendwelchen illegalen Wohnungen und waren dann 1000 Besprechungen und Planungen und Machen und Tun. Und wie hat sich bei diesen Gesprächen Bader verhalten, wie hat sich Enzlin verhalten? Also wenn Sie da mal so Ihre Eindrücke schildern können. Naja, Enzlin mehr so psychologisch oder was und Bader halt so vulgär losgetutet und irgendwelche großartigen Feldzüge geplant und Pläne geschmiedet. Und sie hat eigentlich immer nur die Leute bearbeitet, dass die auch bei der Stange bleiben. Ja, die hat immer ein bisschen abseits in der Ecke gesessen und so Handtasche mit der Knarre drin, so zwischen Beinen und in der Ecke gesessen und hat den ganzen Fall quasi so vom Hochstand überwacht oder so. Ja. Und hat dann auch ins Gespräch eingegriffen? Wenn es vonnöten war, ja. Wenn es nicht die richtige Richtung gekriegt hat, dann hat sie schon eingeschaltet. Ansonsten hat er geredet. Hatte sie so ein, kann man sagen, dass sie so ein psychologisches Geschick hatte, auf Leute einzugehen? Auf hervorragend, Leute... beste Psychologin, weit und breit. Also die hat richtig nach ein paar Minuten gewusst, wo hat jeder hier seine schwache Stelle. Jeder hat ja im psychischen Gerüst irgendwo eine Achillesferse und die hat die sofort rausgefunden. Also nach ein paar Minuten die Leute an sich ansehen und so hat die genau da die Axt rein, ne? Oder wie das Feigen, das Lindenblatt von Siegfrieds Rücken, sagen wir mal so. Also es hat die sofort gewusst, wo hat da jeder seine schwache Stelle. Und damit hat sie den angemacht, um den dann weiter zu motivieren. Die Bewegung 2. Juni war aus der Drogensubkultur entstanden. Eine Art anarchistische Konkurrenzorganisation zur RAF. Hier hatten Bader und Enzlin es nicht so leicht, neue Leute zu rekrutieren. Eines Tages führte Baumann
gemeinsam mit seinem später unter nie ganz geklärten Umständen erschossenen Freund Georg von Rauch ein Gespräch mit Bader und Enslin zwecks Zusammenarbeit. Ohne Ergebnis. Sagen wir mal, es war prinzipiell der Zusammenschluss von zwei verschiedenen Sachen. Also erstmal waren wir Haschischraucher, die haben nur Speed-Tabletten gefressen. Und was ja eigentlich eine Paranoia ja nur noch fördert. Also der Bader zum Beispiel, da gesessen, hat sich immer so die Haare schon weggezogen, die standen schon ab, so wie zwei Hörner beim Deibel. Und schon den Schaum im Mundwinkel und so von den vielen Reden und Brabbeln und Reden und Zigaretten und Kaffee und noch eine Speed-Tablette. Und also dass man immer paranoider wird, was ja beim Haschischraucher nicht der Fall ist. Der sitzt ja ganz ruhig da und hört sich das alles an oder so. Und dann wurde uns natürlich, das genau wurde uns immer vorgehalten, also dass wir in dem Sinne eigentlich lustbetont sind, was wir gar nicht sein sollten. Wir sollten also ganz rigide Berufsrevolutionäre sein, wie ein Fabrikarbeiter halt, der früh morgens zu Siemens geht und damit basta. Und das waren also, als ob da zwei verschiedene Welten aufeinander stoßen. Also es war schon ein fundamentaler Unterschied letztendlich. Inzwischen hatte sich die RAF ein Programm gegeben. Kernpunkt: Stadtguerilla zielt darauf, den staatlichen Herrschaftsapparat an einzelnen Punkten zu destruieren, stellenweise außer Kraft zu setzen, den Mythos von der Allgegenwart des Systems und seiner Unverletzbarkeit zu zerstören. Die ehemalige Journalistin Ulrike Meinhof hatte das Konzept Stadtguerilla formuliert, so wie die meisten Schriften der RAF. Sie war die Stimme der Gruppe, nach außen hin. In Presse und Öffentlichkeit galt sie ohnehin neben Andreas Bader als Kopf- und Symbolfigur der Roten Armee-Fraktion. Doch in Wirklichkeit spielte sie, etwa im Vergleich zu Gudrun Enslin, eine eher untergeordnete Rolle. Das behauptete nicht nur Gerhard Müller, der viele Monate mit ihr zusammen im Untergrund zubrachte und auch gemeinsam mit Ulrike Meinhof 1972 festgenommen wurde. Natürlich war sie eine führende Persönlichkeit in der RAF. Das ist unbestritten. Andererseits ist es natürlich aber wieder eine andere Sache, ob sie sich, es gab ja noch andere führende Persönlichkeiten dort, bei diesen Leuten durchsetzen konnte. Außerdem hatte sie ja, das geriet wieder in Widerspruch zu ihrer Rolle als führenden Person. Ihr persönlicher Widerspruch war ihre menschlichen Anliegen, die sie hatte, die im gewissen Gegensatz zu dem standen, was sie machte oder machen musste. Was heißt machen musste? Ja, sie war in gewisser Weise konsequent. Ne? Und wenn sie bestimmte politische oder auch andere Ideen für richtig hielten, sie die durchsetzte, dann versuchte sie die eben auch durchzusetzen, auch wenn das ihren Emotionen entgegenstand. Sie kam mir vor, als würde sie dauernd unter einem permanenten Leistungsdruck stehen. Also ich konnte das merken. Dass es nicht ihre Art ist, jetzt solche Sachen zu machen und zu vertreten. Also sie war in dem Sinne kein Terrorist. Sie hatte nicht diese seelische und persönliche Konstitution, um ein echter, waschechter Terrorist zu sein. Sie war nämlich sehr oft oder in bestimmter Hinsicht eben nur Werkzeug. Es wurde ihr Name gebraucht, um bei bestimmten Leuten Unterstützung zu finden oder so. Aber es wäre falsch jetzt, wenn ich Ulrike Meinhof als ein totales Opfer hinstellen wollte. Ulrike Meinhof formulierte auch die Erklärung, mit der sich die RAF zum Anschlag auf das Hamburger Springerhaus bekannte. 17 Verletzte hatte es gegeben. Für andere wurde der Anschlag zum Signal für die Umkehr. Das deutlichste war der Bombenangriff auf das Springerhaus in Hamburg, wo ja Arbeiter und Angestellte verletzt wurden. Und von der Größenordnung dieses Angriffes, also auch sehr viel Schlimmeres hätte noch passieren können. Und da wurde also völlig klar, dass die Praxis sich völlig loslöste von dem, was wir mal gemeinsam uns unter Praxis vorgestellt hatten. Denn jetzt wendeten sich diese militärischen oder militanten Aktionen ja gegen den Teil des Volkes, für den man vorgab, diesen Kampf zu führen, nämlich für die Arbeit und Angestellten. Für die 4 Toten bei 2 RAF-Anschlägen im Mai 1972 auf die US-Quartiere in Frankfurt und Heidelberg gab es bei kaum einem Gruppenmitglied später ein Wort des Bedauerns. Im Prozess erklärte Gudrun Enslin, militärisch wären wir gern effizienter gewesen. Amerikaner, zumal Soldaten, waren für die Gruppe in ihrem privaten Krieg gegen den Imperialismus Freiwild.
The bomb went off about 6 o'clock in the evening after most of the people had left the headquarters. And it went off over here in the corner of the parking lot. The other bomb that went off about 2 or 3 minutes later is on the other side of this building over here, where a captain and 2 sergeants were killed. Fast genau 2 Jahre waren seit der Baderbefreiung im Mai 1970 vergangen. 2 Jahre Untergrundkampf der RAF. Das innenpolitische Klima der Bundesrepublik hatte sich verschärft. Jetzt zögernd, dann immer schneller war der Polizeiapparat verstärkt worden. Spezialeinheiten zur Terrorismusbekämpfung wurden aufgebaut. Die RAF hatte, wenigstens teilweise, ihr Ziel erreicht. Ihrem ersten Manifest hatte sie das Mao-Zitat vorangestellt: Wenn der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, dann ist das noch besser. Denn es zeugt davon, dass unsere Arbeit glänzende Erfolge gezeitigt hat. Glänzende Erfolge. Minister ließen sich jetzt bei Schießübungen fotografieren. Das Bundeskriminalamt war auf dem Weg, von einer unbedeutenden Koordinierungsstelle zu einer zentralen Bundespolizei zu werden. Die elektronische Datenverarbeitung wurde beim BKA in Wiesbaden eingeführt und zu einem umfassenden Fahndungssystem ausgebaut. Allein die Datei PIOS, Personen, Institutionen, Sachen, Abteilung Terrorismus, enthielt zeitweise Erkenntnisse über rund 135.000 Personen. Der Etat des BKA wuchs von 54,8 Millionen Mark im Jahre 1971 innerhalb der nächsten 10 Jahre auf 290 Millionen Mark. Und doch war der entscheidende Schlag gegen den Kern der Bader-Meinhof-Gruppe ausgeblieben. Fast alle Verhaftungen innerhalb der vergangenen 2 Jahre waren zudem eher zufällig gewesen. In den meisten Fällen hatten Bürger den entscheidenden Tipp gegeben. So auch einige Tage vor dem 1. Juni 1972 in Frankfurt. Anwohner hatten die Polizei auf eine verdächtige Garage am Hofeckweg hingewiesen. Jan-Karl Raspe versuchte zu entkommen und wurde festgenommen. Andreas Bader und Holger Mainz verschanzten sich in der Garage. Holger Mainz ergab sich. Schließlich visierte ein Beamter mit dem Zielfernrohr Bader an und traf ihn am Gesäß. Andreas Bader wurde verletzt festgenommen. Frage an Baders Mutter. Sind Sie überrascht, dass Andreas diesen Weg genommen hat? Nein. Das ist logisch. Das ist logisch. Ich wusste immer, wenn er etwas tut, dann wird das mit allen Konsequenzen tun. Ich habe immer auch ein bisschen Angst gehabt. Eine Woche später wurde auch Gudrun Enzlin verhaftet. Der Verkäuferin einer Modeboutique in Hamburg war aufgefallen, dass eine Kundin in ihrer Tasche eine Pistole trug. Sie rief die Polizei. Nach kurzem Handgemenge wurde Gudrun Enzlin überwältigt, im Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt und im Hubschrauber nach Essen in die dortige Haftanstalt gebracht. Frau Enzlin, Sie haben letzthin gesagt, besser meine Tochter wird erschossen, als wenn sie selbst jemanden erschießt. Wie kann eine Mutter diese Aussage machen? Ich kam zu der Aussage durch mein eigenes Gewissen. Und es war mir nicht vorstellbar, dass sie selbst eine so große Schuld auf sich lädt. Und damit unsere Familie und damit die Sippe, aus der sie kommt. Als ich sie dann sah bei ihrer Festnahme, hätte ich danach die scharfen Worte, scheinbar scharfen Worte, nicht mehr gesagt. Eine Woche nach Gudrun Enzlin nahm die Polizei in Hannover Ulrike Meinhof fest. Sie hatte einen Lehrer um Quartier gebeten.
Der Lehrer sagte zu und informierte dann die Polizei. Als Ulrike Meinhof verhaftet wurde, wussten die Beamten zunächst nicht, wen sie vor sich hatten. Ulrike Meinhof hatte kaum noch Ähnlichkeit mit ihren Fahndungsfotos. In ihren Taschen fand die Polizei Pistolen, Munition, Sprengkörper. Sie, die früher eine fast körperliche Scheu vor Schusswaffen gehabt hatte, war nun mit einem ganzen Waffenarsenal durch die Republik gereist. Der Tragödie erster Teil war beendet. Das Konzept Stadtguerilla gescheitert. Vom Konzept her ist sicher eine wesentliche Bestimmung, was in einer der ersten RAF-Erklärungen gesagt worden war, dass zum Erfolg des Ganzen wesentlich gehört, dass sie uns nicht kriegen. Ne? Weil das Kriegen heißt ja nicht einfach nur, dass man technisch die Möglichkeit hat, sich zu verstecken, sondern dass man aufgenommen ist in einer Basis, die einen trägt. Ne? Und das ist ja nun nicht der Fall gewesen. Wir sind in so einer Art Kette, die nicht miteinander verbunden war, eine nach dem anderen früher im Sommer verhaftet worden. Und das war, ja, man hat einen Baum geschüttelt sozusagen und wir sind runtergefallen. Ne? Es begann ein neues Kapitel. Nach 2 Jahren im Untergrund die Zeit der Haft. Ein Wort, ein Name steht für diese Zeit, Stammheim. Vorort von Stuttgart, Hochsicherheitstrakt in einem der modernsten Gefängnisse der Bundesrepublik. Ein Prozessgebäude, eigens errichtet für das Verfahren gegen den harten Kern der RAF. Stammheim, der Ort, an dem die Reise der ersten Generation der RAF endete. Doch der Terrorismus war noch nicht vorüber. Es begann eine neue Phase, blutiger und rücksichtsloser denn je.